Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus der Garnison. Und zwar wollen wir wieder ein paar große Kisten mit Bergungsgut aufmachen. Und dazu habe ich schon einige gefarmt. Insgesamt 20 wollen wir jetzt durchballern. Und ich brauche tatsächlich bei dem Schamanen nur noch ein einziges Item, und zwar den Wellensprechergürtel so rum. Und ich würde sagen, den ziehen wir jetzt hoffentlich raus, oder? Was meint ihr? Fangen wir gleich mal an. Und haben nur ein paar Ressourcen drin. Dann haben wir ein bisschen Erz bekommen, so wie es ausguckt. Noch mehr Ressourcen. Die Ressourcen seht ihr jetzt gar nicht, ne? Weil die kommen direkt in den Ressourcen-Tab. Aber die gibt es eigentlich bei jedem mal aufmachen. Das ist quasi so der Trostpreis in Anführungszeichen. Und ja, dann gibt es hier so ein paar Waffen- bzw. Rüstungs-Upgrade-Items für die Follower. Muss mal gucken, ob ich bei dem Schami überhaupt noch was upgraden kann. Und wenn wir Glück haben, gibt es auch so Gear-Items. Eben haben wir die Hose rausgezogen. Die habe ich aber schon. Das ist ein komplettes Set, das es da gibt für jede Klasse. Und ihr seht ja oben, zwei Hunter-Items brauche ich noch. Ein Magier, ein Todesritter, zwei Schurken, ein Krieger, ein Schamanen und drei Paladine. Also Paladin brauche ich noch tatsächlich am meisten. Und ja, da bin ich jetzt schon eine Weile am Kisten farmen mit verschiedenen Chars. Und ich dachte, ich kriege den Schami jetzt fertig, aber so wie es aussieht, will es leider nicht so ganz. Nee, vier haben wir noch. Dass wir bis jetzt erst ein Gear-Item rausgezogen haben, ist schon nicht so gut. Ach komm, die letzte Kiste und... Ach, RIP, das war mal wieder ein kompletter Griff ins Klo. Schade. Ja gut, soll nicht sein. Dann vielleicht beim nächsten Mal. Hat mich hier voll dabei wart. Euer Chilla. Bis dahin. Ciao.